Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Project RET. Ich bin ein bisschen krank, Nase zu, Halsschmerzen, also wenn ich ein bisschen krächze, bitte ich das zu entschuldigen. Heute kümmern wir uns nochmal hier um die Atomreaktoren. Da kam wohl eine Nachfrage, die ich ein paar Mal übersehen hatte. Yep. Zu den Reaktoren. Wir hatten ja vorher hier so dieses Prinzip, dann hier eine MFSU, Computer und ein Interface dann drüber. Und dann habe ich aus dem Interface die Sachen in den Computer geschoben. Das Problem, oder was heißt Problem? Wenn man ein Interface, machen wir oben, gehen wir mal kurz nach oben. Hier, wenn man in diese Interface hier, machen wir einfach mal hier das, hier was in diese Config reinschiebt, dann wird das ja hierhin exportiert. Soweit, so gut. Wenn jetzt hier aber in der Config was drinsteht, was er nicht oder was er nicht im AE-Netzwerk hat, dann sucht er das die ganze Zeit und dann ja, geht die Tickrate von den Dingern hier ordentlich nach oben. Weil die halt bei jedem Tick wahrscheinlich, ich meine, ich habe den Code jetzt nicht angeguckt, suchen die danach und das verursacht ziemlich viel Last. Deswegen, wenn ihr hier was reinschiebt, dann stellt auch sicher, dass das immer im Netzwerk drin ist. Ansonsten kann das sein, dass da mal die ordentlich Last verursachen. Bei einem ist das jetzt nicht so tragisch, aber wenn ihr davon viele habt, dann kann sich das schon auf die Performance auswirken. Das nur zu den Interface, das war nicht so richtig schön. Dann hatte ich noch einen Fehler in dem Computerprogramm, und zwar habe ich auf einen Slot zugegriffen, den es gar nicht gab. Ich bin halt automatisch alle Slots durchgegangen, und wenn wir uns hier den Reaktor angucken, diese Slots hier mit dem X, die gibt es gar nicht. Und dadurch ist das Programm abgestürzt. Dann ist irgendwann nochmal der Server ordentlich abgekackt. Deswegen keine Ahnung, aber es lag an, zumindest stand es in einem Log drin, an Open Peripherals. Wir haben da jetzt auch eine neue Version. Kann auch an der gelegen haben. Und die hatte Probleme mit Lua darauf zuzugreifen. Deswegen kam da bisher nichts. Und das Programm hatte ich deswegen auch nicht hochgeladen. So, aber nachdem Baker mich dann darauf aufmerksam gemacht hat, habe ich mir gedacht, nimmst du jetzt schnell mal was dazu auf, dann ist das Thema auch abgehakt. Ich habe hier schon mal was aufgebaut. Das ist einfach ein Reaktor mit 6 Reactor Chambers dran. Also größer geht nicht. Und da habe ich zweimal das, ja, den Setup, das ich auch hier verwendet habe, einfach nochmal hier gespiegelt. In die Mitte habe ich Containment Reactor Plating reingesetzt. Die erfüllen keinen Zweck, ja doch, einen Zweck erfüllen sie. Nämlich das über diesen Export-Bus hier werden die Fuel Rods in das System halt hier in den Reaktor reingesteckt. Und damit diese Slots hier nicht belegt werden, habe ich die einfach mit dem Reactor Plating belegt. Sinn, also der normale Sinn dieses Containment Reactors ist, oder Reactor Plating, wenn der mal explodieren sollte, dann ist doch hier durch der Radius der Fallout begrenzt. Ja, zum Funktionieren, die Energie, die das liefert, das sind 360 EU pro Tick, gehen hier hinten über das Kabel in die MFSU. Die LED Lapatron Crystals, diese hier, ja, exportiert aus dem AE-Netzwerk Lehrer rein, und die werden dann hier wieder ins System importiert, die fallen. Und sobald die voll ist,
gibt den Redstone-Signalen aus. Das kriegt der Computer dann, das checkt der und schaltet dann den Reaktor ab. Das kann man, ich hatte das vorher mit einer Redstone-Torch versucht. Aber das Redstone-Signal, was die Torch liefert, scheint den Reaktor nicht zu aktivieren. Warum? Keine Ahnung. Also die Torch hing da, wo der Computer stand und hätte eigentlich den Reaktor mit einem Redstone-Signal versorgen müssen. Aber es kann sein, dass der das irgendwie direkt braucht. Keine Ahnung. Warum, wie genau das jetzt funktioniert. So funktioniert es aber. Und einen Moment. Ja, jetzt wird zu schnell trocken. Den gleichen Setup, oder das gleiche Setup, das wir da haben, bauen wir hier jetzt nochmal auf. Dazu holen wir uns gerade mal die Reactor Chambers. Dafür brauchen wir nämlich noch ein paar. Gut, haben wir sogar noch welche da. So, ja, bauen wir das mal ab. So, ich brauche einen Reaktor. Da, gut. Der kommt da drauf. Kann ich das wieder wegmachen? MFSU hatte ich schon da oben hingestellt. So. Ich muss mal so und so. Schmeißen wir die Sachen da alle schon mal rein. Anordnen tun wir die gleich. Aber ich komme nicht mehr in die Ecken rein, deswegen muss ich die da jetzt so rausholen. Und jetzt fehlt uns eine Reactor Chamber. Wo sind die hin? Ich hatte doch zwei standen hier und vier habe ich geholt. Jetzt komme ich hier nicht mal raus. Liegst du vielleicht unten drunter? Ich gehe einfach eine neue Bahn. Hier. Nö. Okay, also brauchen wir eine neue. Reactor Chamber. Können wir auch den Reaktor schon mal rauspacken? Precision braucht man noch. Export und Import. Oh, und sogar zwei. Reactor Chamber. Fehlt dir irgendwas? Naja. Wir haben das System nämlich schon nicht an die neuen Platten gewöhnt. Deswegen muss man da schon mal des Öfteren per Hand nachbauen. So, komm schon. Precision. So, wieder zurück, hoffentlich besser jetzt. Die Reactor Chamber machen wir noch. Eisenplatten sollten jetzt aber inzwischen da sein. Sind zwar die falschen, aber immer noch. Iron. Ich hab dir doch gerade gesagt, du sollst Iron Plates. Herstellen. Wo ist das Rezept?
Iron Plates. Ändern wir das mal schnell ab. So. Code. Und wieder reinschmeißen. Jetzt kriegst du das hoffentlich gebacken. Hervorragend. Du brauchst die anderen. Gut. Dann hoffen wir, dass wir es gleich haben. Wir brauchen noch Cable. Dann brauchen wir noch einen Computer. Nehmen wir den hier, den zweiten. Okay, das brauchen wir nicht mehr. Die glaube ich auch nicht. Plate, Reaktor Chamber. Immer noch nicht. Wie viele brauchst du davon? Reactor Chamber. Lead und Basic. Und davon solltest du doch inzwischen genug haben. Iron. Wer will? Wer frisst denn da schon wieder die Sachen? Ist das jetzt hier unten oder was? Nee. Das verstehe wer will. Das verstehe wer will. Keine Ahnung, wo diese ganzen Sachen immer hingehen. Jetzt reicht's mir aber. Iron. So, bauen wir davon noch mal ein paar. Gut. So. Der Block ist weg. Irgendwer frisst hier unsere Sache. Okay, dann bauen wir es halt hier. Letzter. Bevor ich das jetzt finde. Wo bist du hin? Jetzt reicht's mir aber wirklich. Nein. Und vier von euch. So. Wo ist mein Clipboard? Da ist es. So, los. Aber ich brauche ja nur 8, aber egal. So. Und weg damit. So, da muss ich mich gleich mal auf die Suche begeben. Den Computer stellen wir erstmal dahin. Reactor Chamber. Ja, willst du mich jetzt veräppeln oder was? Disconnect. Das gibt's doch wohl wirklich nicht. Ja, wo ist denn das Ding jetzt hin?
Auf ein neues. Irgendwie, entweder bin ich total beknackt oder hier ist ein ordentlicher Bug am Laufen. Bauen wir davon. Jo. Und jetzt so. Zwei Stück. Okay. Ein Fehler. Ja, scheint aber nur kleinmäßig zu sein. Joinen wir bitte. So. Scheinbar kann man die nicht im Stack produzieren. Jetzt setzen wir den. Der will mich verarschen. Aber so richtig. Aber dermaßen. Ich hab den doch gerade noch gesetzt und alles so in Ordnung. Ja, das ist jetzt der dritte Reaktor-Dings, den ich setze. Ich werde mal den Server neu starten, weil das ist ja, keine Ahnung. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Server neu gestartet. Jetzt funktioniert auch das Craften. Frag mich nicht, was da los war. Und das funktioniert auch hervorragend. So, jetzt müssen wir die Sachen noch anordnen. Und zwar so, ja, das kann da bleiben. So, das bleibt frei. So, da fehlen aber ein paar Sachen. Wo seid ihr denn hin? Vielleicht ist da was draufgegangen. Wobei es fehlt nur eins. Aber von den Overclockern Heatvents. Gut, müssen wir noch 1, 2, 3. Okay, schaffen wir. Vielleicht sind die eben auch irgendwie draufgegangen oder so. Heat. Moment, davon brauchen wir drei Stück und davon eins. So. Dann von dem Reactor Plating. Hier das Containment. Reactor Plating und ja gut. Let haben wir davon noch. Das reicht sogar so gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. Jo. Dann gehen wir nochmal runter und bauen das mal fertig. So, stellen wir die drei da rein. Das Component Heat Event. Und hier in die Mitte diese Reactor Platings. Die freien Slots werden dann nachher mit diesen Fuel Rods befüllt. Jetzt können wir hier hinten schon mal die Sachen da machen.
Lass mich erstmal hier das Kabel festmachen. So. Und zwar ein Export-Bus. Kabel. Export-Bus. Import-Bus. Import-Bus. Gut, der ist oben nämlich noch nicht angeschlossen. Der Export-Bus. Hier exportiert leere Lapatone-Crystals. Und der zieht die vorne wieder raus. So, den Slot muss ich noch mit einer Batterie belegen. Das ist jetzt auch soweit gut. Jetzt muss ich nur die Zellen da reinpacken. Brauche ich den Anzug? Und eine Batterie. Beginn, da ist verdammt. Oh, das war zu tief. So. Und zwar, ich bin langsam. Exportbus, der soll Dual Fuel Rods reinschieben. Die soll der produzieren. Oder muss er produzieren. Und rausziehen tut er die Deplete, also die leeren. Jupp. Jetzt stecken wir hier noch die Batterie rein. Gehen das anschließen. So, da kommt hier raus. Mal so. Wir lassen es an der Decke lang gehen. Dann können wir hier noch durchlaufen. So, dann wechseln wir nochmal den Anzug. Nachdem wir die Teile wieder hier reingeschoben haben. Nicht, dass wir uns vergiften. Den ziehen wir an. Die brauchen wir nicht mehr. Und jetzt müssen wir unten noch den Computer anschalten oder konfigurieren. Da hat er die erste Zelle reingepackt. Und das geht jetzt so weiter, bis alle Plätze belegt sind. So, wie ihr seht, war das hier das Programm, das nicht funktioniert. Den Startup kann ich, oder wir können uns gerade mal das Startup angucken. Gehen wir das alles durch. Hier sage ich einfach, er soll Reactor Control laufen lassen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Edit Reactor Control. Und ja, da ist jetzt nochmal extra abgekapselt. Und zwar, wenn ich, also Reactor, dieses Programm hier, ist das eigentliche Programm, was den Reaktor laufen lässt. Wenn das jetzt aus irgendwelchen Gründen abbricht, dieses Reaktorprogramm, bricht er dieses Shell Run ab und geht dann aber hier das noch durch. Und hier schaltet er einfach alle Seiten den Redstone aus, damit der Reaktor auch ausgeht. Das würde ich bei den Atomreaktoren immer machen, dass das noch in einer extra abgekapselten Umgebung läuft sozusagen. Damit, falls dieses Programm aus irgendwelchen Gründen abbricht, der den Reaktor danach noch ausschaltet. Jupp, und Moment. MFSU-Reaktor, das müssen wir nämlich ein neues Programm machen. Save. Exit. Wisst ihr was? Paste bin. Put. Reactor Control. So, da habt ihr das, wenn ihr es runterladen wollt. Und jetzt müssen wir noch MFSU Reactor. So hatte ich das genannt. So. Das erste, was wir machen, Set Output. Da fehlt ein T. Output. Bottom. Der Computer, der Reaktor sitzt ja unten dran.
Und da setzen wir das Redstone-Signal auf falsch. Und jetzt soll er die Schleife immer durchlaufen. So. Und zwar, wenn if das Redstone-Signal get input von back, da ist ja die AES, die MFSU dran. Wenn er dann Redstone-Signal bekommt, heißt es, die ist voll. Dann soll er den Reaktor Set Output Put Bottom soll er den auf False setzen. Und sonst, wenn ja, das bleibt ja nur noch, wenn er dann kein Signal bekommt, dann heißt, da ist noch Platz in der MFSU und er kann den Reaktor laufen lassen. Bottom auf True. So, End. Und das macht er so lang. Ich könnte natürlich jetzt auch eine Pause machen, dass er das alle 5 Sekunden macht, aber ich packe hier ein Event rein. OS Pull Event Redstone. Und jetzt wartet der so lange, bis er eine Redstone-Änderung am Computer erfährt. Und das passiert halt, wenn hier hinten die MFSU, die muss ich hier noch umstellen, Emit if full. Wenn sie halt voll ist, geht sie an. Wenn es ja, Platz darin ist, geht sie aus. Das ist immer ein Redstone-Signal. Und mir fällt gerade auf, das steht an der falschen Position. Save Exit. So, jetzt kann ich schon abbauen. Namen hat er ja schon, ne? Also den müsstet ihr noch, also ein Label, das müsstet ihr vorher dem noch geben, bevor ihr den abreißt, sonst verliert er die ganzen Programme wieder. So, und wie ihr seht, läuft das Ding jetzt schon. Brechen wir jetzt mal kurz ab. Und wie ihr seht, ist das Ding jetzt ausgegangen. Und das liegt halt an dieser Schleife, die wir in der Reactor Control drin hatten. So, jetzt packe ich euch noch MFSU Reactor nach oben. Habt ihr das auch? Und jetzt kann man den wieder neu starten. Und jetzt läuft er wieder. Hier hinten. Ups, da. Wie ihr seht, wird geladen. Und ja, sobald hier keine Kristalle mehr drin sind, lädt er die MFSU. Und sobald die voll ist, schaltet die halt den Reaktor aus. Jupp. Damit habe ich jetzt das Reaktorthema erstmal erledigt. Ob wir noch einen bauen, weiß ich nicht, da wir ihn jetzt nicht wirklich brauchen. Ich hatte noch vor, einen mit MOX zu bauen. Aber mal schauen. Kommt vielleicht in der nächsten Staffel. Hier vorne werde ich jetzt noch Glas reinziehen. Weil dran muss ich ja erstmal nicht. Falls der explodiert, was eigentlich nicht sein sollte, weil wie ihr hier seht, Heat ist 0. Ich habe ja auch keine Abfrage hier im Computer drin, der den ausschaltet, wenn er zu heiß wird. Aber der ist hier eigentlich durch die Komponenten gekühlt. Und solange da keiner dran rumfuschelt, sollte da nichts passieren. Sollte da jetzt einer dran rumfuscheln? Okay, kann auch schlecht, wenn hier vorne was dran ist. Aber aus welchen Gründen auch immer sollte explodieren, ist es halt zu und es explodiert nur in der Kammer. Und es geht nichts kaputt, bis auf den Reaktor. Jupp, falls da Fragen dazu sind, dann stellt sie. Wenn es geht, packt in die Kommentare so ein Plus und dann Biber Butze LP. Dann werde ich nämlich extra benachrichtigt, da das ja alles über den Channel vom Bakerman läuft.
Und da übersehe ich dann manchmal Kommentare, weil ich die nicht alle nachgucken kann. Zu wenig Zeit. Aber durch dieses Plus Biber Butz LP kriege ich halt eine extra Benachrichtigung und die kriege ich auf alle Fälle dann mit. Jupp, wir haben das Thema abgehakt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in einer der nächsten Folge. Wahrscheinlich dann mit dem Inbetriebnahme des Fusionsreaktors. Aber das werden wir mal sehen. Also bis dann, ciao.